Ich frage mich bloß nur, wie die anderen runterkommen. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Hoffen wir mal, dass Sergeant K. nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt. Sind aber noch alle Flammen an. Ja. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überreste zu vergraben. Du bist so positiv heute. Ist schon wieder sehr interessant, ne? Es hat geblitzt und dann siehst du ein anderes Gesicht bei ihm, ne? Eine Totenschädel. Also ganz normal ist er ja auch nicht, ne? Er ist der Kurator. Ja, aber ja, du weißt, was ich meine. Mit normal. Little Hope? Deine? Hä? Hab ich... Hä? Das war irgendwie letztes Mal aber nicht, ne? Na, hi. Oh. Aha. What the fuck? In der tiefsten Provinz. Was hast du erwartet? Melonenkaviar? Nicht gerade die tollsten Flitterwochen, oder? Ich erinnere mich daran, dass ein bestimmter jemand Eisklettern wollte. Eisklettern ist entspannend. Was ist los? Der Kerl, der mich bedient hat, er hat mich so komisch angeschaut. Der kriegt wohl hier draußen nicht allzu oft eine Frau wie dich zu sehen. Und noch frisch geduscht. Er hat schräges Zeug erzählt. Was denn? Ach, nichts, fahren wir. Komm, erzähl's mir. Er sagte, dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt. Was soll das denn? Das glaubst du nicht, oder? Natürlich nicht. Du weißt, alles, was ich will, Rach, ist dich glücklich zu sehen. Egal, wo wir sind und was wir durchmachen, ich bringe dich immer zum Lächeln. Siehst du? Du lächelst. Nächstes Mal pfeif nach mir und ich komme und verteidige deine Ehre. Oh, du wärst mein treuer Schutzhund, Schatz. Semper Fi. Das heißt immer treu. Dabei kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen. Und jetzt setz dich richtig hin, du Provinzler. Das war der Bus. Aha. Krass, dass das so zusammengehört. Mhm. Geil gemacht, aber er hat selber Schuld, dass er die Füße da hochgepackt hat. Mhm, das macht man nämlich nicht. Richtig. Jason, bist du da? Da hatte ich mal einen interessanten Bericht gelesen von einem, der das gemacht hat. Die hatten da einen Auffahrunfall. Sagen wir es so, die Hüfte hat sich nach hinten leicht verlagert, inklusive Doch. Bein. So, in den Sitz hinein. Ach. Beckenbruch etc. Und ja. Sollte man also nicht machen. Tut schon weh, wenn ich drüber nachdenke. Hey, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Sie lebt frisch noch. Angeknabbert. Hauptsache, sie hätte jetzt keinen Braten in der Röhre. Der ist das stark danach aus, als wenn das Vieh sie begatten will. Ja, wir wissen ja nicht, wie das ist, ne? Na, ich bin der Meinung, das Vieh hat sie gebissen. Ja, gebissen und Blut gezapft. Ja. Weil wer weiß, wie sie halt den Virus übertragen hat. Oder was auch immer sie da übertragen. Ey, müsst ihr knutschen? Eric.
Oh nein, ich erst schon wieder. Ja. Shit, sie funktioniert nicht. Ja, Duracell, ne? Letztes Mal war es aber der andere, der uns verfolgt hat, ne? Ja. Liegt daran, dass Eric lebt. Du bist hässlich. Was ein Hänger! Alles frei. Das war haarscharf. Los, Marine, mir nach. Guck mal, diesmal nicht verkackt. Ja, wir werden immer besser. Denke ich. Ist das Vieh jetzt weg? Ist wohl im Tunnel verschwunden. Er lebt noch. Jason lebt noch. Vielleicht sieht es ja doch gar nicht so schlecht aus. Ich kann das nicht mehr. Es ist an der Zeit. Es muss sein. Oh. Das weißt du. Ja, Schatz, jetzt hast du die Qual der Wahl. Rachel. Du willst uns zwar auf Eis legen, aber ich kann nicht so tun, als wäre da nichts. Schluss mit Lügen. Vor allem, wenn du deinen Ring jetzt wieder trägst. Er hat recht. Es ist Zeit. Dann erklär's uns mal. Jetzt? Ist das dein Ernst? Ja, jetzt ist vielleicht die letzte Chance. Schön. Eric. Du und ich. Wir hatten was Besonderes. Aber das ist sehr lange her. Ich liebe dich noch, Rage. Ich wähle doch nicht. Ich weiß nur, was das Beste für mich ist. Ich hatte ein Ziel. Ich habe mir ein Leben aufgebaut. Aber das Leben ist komisch. Heute warst du der Mann, in den ich mich einst verliebt hatte.
Versuchen wir es nochmal. Ich hab nichts gedrückt oder so, ne? Ja, stimmt, du bist ja gerade er und nicht sie. Ja, aber wir kriegen das hin. Was wir hatten, war schön. Aber Dinge ändern sich. Ich würde es bereuen. Dir keine Chance. Ich habe eigentlich gedacht, meine Antwort wäre etwas anders dafür, aber wir schaffen vielleicht das schon halt so. Alles klar, wir kriegen das schon irgendwie jetzt alle drei zusammen hin, dass alles jetzt gerade friedlich läuft, ne? Naja, vielleicht durch die Entscheidung, die du vorher getroffen hast. Tut mir leid, dass es so kam. Ich bin halt kein Arschloch. Ich müsste eigentlich das nehmen. Ich verstehe. Colonel? Ma'am? Soldatenmodus aktiviert. Kolchak. Danke. Wie kann er einem leid tun? Ja. So. Aber ich weiß nur, dass weil du nicht das Kreuz genommen hast, dass Anna drauf gehen soll oder so. Es kann ja dann eigentlich nur Rachel sein, weil sie gebissen wurde. Ja, weil es stand halt, man muss das Kreuz wählen, damit du. Und dann, okay, gar nicht weiterlesen, weil sonst verrät's irgendwie einfach, das ist so ein Punkt gewesen, der wichtig ist, dass alle überleben. Ja, wir werden es sehen. Willst du auf sie warten oder. Du musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Das war genau, ist genauso wie mit, was ich gesehen hatte mit der Luftunterstützung am Anfang. Das ist die erste Entscheidung, wo du sagen musst, du musst Luftunterstützung mitnehmen, damit alle überleben. Okay, na, ich hatte das jetzt eigentlich gemacht, weil du es letzte Woche nicht gemacht hast, einfach um es ein bisschen anders zu machen. Ja. Und hey, Luftunterstützung ist nie verkehrt. Also man muss sagen, das sind die zwei Sachen, die ich definitiv weiß. Ja, aber ja, man überliest das ja dann, ne? Und dann liest man da halt Luftunterstützung. Weil ich hatte vorhin gesagt, ich weiß nur das eine, aber das mit der Luftunterstützung, das wusste ich jetzt noch. Ich muss mich korrigieren, ja, Entschuldigung, aber die Luftunterstützung, die weiß ich noch. Aber wir haben uns ja nicht gespoilert, so von wegen, wir wollen da jetzt wissen, wie wir die alle retten, sondern wir machen es ja trotzdem so. Mir ging es hauptsächlich darum, ob man alle retten kann und jetzt sowas wie Joey und so oder Mervyn. Ja. Darum ging es mir, ob man zum Beispiel Mervyn retten kann. Na gut, aber der hat ja, den spielst du ja nicht und ich habe irgendwie so das Gefühl, du kannst immer nur die retten, die du spielst. Ja, kannst du auch nur, aber es hätte ja sein können, dass man ihn irgendwie retten kann und nicht dort unbedingt. Ich bin da mal gespannt, wie man dann Nick noch rettet, weil wenn er da drin ist, ne? Naja, in den richtigen Momenten die richtige Entscheidung treffen, ne? Ja. Jetzt musst du dir wieder alles anfassen. Ich fass nicht an, ich gucke nur. Naja. Ich hab Soldatenmodus, ich gucke nur, nichts anfassen. Was ist das? Ein Kokon? Dinger kommen wohl von hier. Seit wann bist du denn Wissenschaftler? Lernt ihr Amerikaner nichts in der Schule? Doch, wir haben Kinderzeug. Blödsinn labert. Erst schießt, bevor man fragt. Ja. Solche Sachen. Ach, das ist das leere Ding, glaube ich, ne? Ihm half's nicht. Ja. Maul. Maul? Sag der Maul? Ich glaube Mauit oder so. Keine Ahnung, ich spreche die Sprache nicht. Ich bin froh, dass ich Deutsch halbwegs auf die Kette kriege. Das ist auch nur auf Biegen und Brechen, wa? Und das nur, weil ich muss. Oh, der ist auch leicht ausgelutscht.
Da hat einer dran gezutschelt, Niki. Das war keine Wieswurst. Ah, das Ding fehlt mir. Hudson? Die Uhr. Seine Frau vielleicht? Wer das auch war, sie hätten im guten alten England bleiben sollen. Das hast nämlich nur du geöffnet. Ah. Ich hatte auch ein paar, die du geöffnet hattest, aber ich nicht. Na komm, mach auf. Irgendwie sieht der noch leicht saftig aus. Wie bei Nimumia? Aha. Nein. Hey, ich will mir den nicht nochmal angucken. Oh, die Seite haben wir jetzt auch gefunden. Die immer erst alles wieder wegstecken müssen, ne? Wenn man trotz dessen nicht eine Wand, eine Hand frei hätte, eine Wand frei, ja klar. Eine Wand. Mm. Hast du mal eine Wand frei für mich? Tja. Es sieht immer noch komisch aus mit dem. Jetzt kannst du das wenigstens auch so sehen, so wie ich das ja gesehen habe, ne? Das sieht schon sieht übel aus. Sieht wirklich aus wie ein Stargate. Mhm. Das ist eine fucking große Höhle. In Makenda. Ja, gleiche Frage. Das sieht immer noch genial aus. Mich würde ja interessieren, wie es aussehen würde, wenn es richtig stehen würde. Mhm. Manches sieht ja dann doch eher danach aus, dass das so halb zusammengebrochen ist. Naja, oder durch die Jahrtausende richtig zerfallen. So in voller Blüte. Das ist wirklich echt. Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Den interessiert das nicht. Sehen ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London. Zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir so sehr. Ist dein Gewissen rein, Jason? Die grüne Zone. Der Checkpoint. Welcher Checkpoint? Nick und ich wurden aufgehalten. Am Checkpoint hatte es schon mehrere Anschläge gegeben. Da war eine Frau. Sie hatte eine Tasche. Fuck. Red weiter. Ich sagte, sie soll stehen bleiben. Aber das tat sie nicht. Sie ging weiter.
Ich musste was tun. Nick hat sie erschossen. Was war in der Tasche? Einkäufe. Verstehe ich nicht. Warum ist sie nicht stehen geblieben? Hat nichts gehört. Sie hatte Kopfhörer auf. Das ist Schwachsinn. Im nächsten Teil stellt sich heraus, dass das seine Frau war. Ne, er hat aber gesagt, sie hat ihn verlassen. Ja. Komplett am Arsch. Ich wollte hier unbedingt dabei sein. Jeder hat seine Gründe, tiefgründig oder nicht. Tiefgründig, ja? Als die Türme fielen, war ich völlig bekifft, Mann. Ich habe erst eine Woche später davon erfahren. Tja, keiner macht dir Drogen. Ich weiß nicht mal, was zur Hölle ich hier mache. Du dienst deinem Land. Die Frau hatte Familie. Freunde. Und ihr ganzes Leben vor sich. Wir haben es mit einer Kugel beendet. Fuck, warum? Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Diese Dinger sind in unseren Köpfen. Sie wollten uns töten. Aber du und ich, wir stehen noch. Glaub dran, Salim. Wir kommen hier raus und sehen die Sonne wieder. Glaubst du denn wirklich daran? Hurra! Was ist das für ein Geräusch? Das Motto der Marines. Oh, dann bin ich jetzt auch ein Marine? Eins nach dem anderen, okay? Okay. Hey, was auch immer passiert, ich deck dich. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so. Aber jetzt mal so zweite Meinung, weil wegen der Frau. Hätte man nicht einfach erstmal einen Warnschuss abgeben können? Nein. Deswegen wurde ja gewarnt. Da schon ja, so wie er gesagt hat, des Öfteren Anschläge passiert sind, wird gleich geschossen. Sind dann welche, die dann doch ein bisschen mehr Angst haben, dass doch nochmal passiert. Naja, aber ich denke mir mal, Normalattentäter würden ja nicht einfach so ganz normal laufen, sondern irgendwann anfangen mit Rennen und... Die nicht, nein. Ich war noch nie in so einer Situation, aber ich als Mensch würde halt erstmal, okay, gibst erstmal einen Warnschuss ab und dann schauen, was passiert. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu nett für diese Welt. Ja, okay. Meine Frau und nett. Okay. Zu mir, ja. Naja, ich wurde schon öfter als nett bezeichnet. Mhm. Aber ist halt. Aber ich habe nie von mir. Was ist nett? Die kleine Schwester von Scheiße. Siehst du? Na hey, wenn mir einer sagt, das war nicht nett, antworte ich, hat ja auch nie jemand gesagt, dass ich nett bin. Ich bin nicht umsonst die Herrin der Hölle. Siehst du? Die ist nicht nett. Ja. Höchstens liebenswürdig. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich liebe dich auch. Das sieht immer noch so geil aus.
Lass mal in voller Pracht sehen, ey. Also Entwickler, weil ihr das seht, ne? Wir hätten gern Bilder, wie das vorher ausgesehen hat, wie ihr euch das vorstellt. Überall dieses Moos. Kommt's mir nur so vor? Oder lebt das? Das ist eine Pflanze, klar lebt das. Könnte es vielleicht die Energiespeicher sein, um die Kreaturen an Leben zu erhalten? Meinst du? So ein Nährstoffzeug? Keine Ahnung, sieht aber eher aus, als wenn das alles einfach überwuchert. Wie so ein Parasit. Ja, aber es ist ja bei jedem Vieh dann. Was hältst du davon? Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Wir sind die Eindringlinge. Bleib bei mir. Ich bin bei dir. Salim, sieh mal hier. Klingt wie Musik. Da, wo ich herkomme, wäre das keine Musik. Okay, vielleicht nicht Musik. Eine Sprache. Vielleicht. Schade, dass man damit nicht mehr machen kann. Ich habe die Mistviecher gesehen. Die sind nicht sehr gesprächig. Ich leuchte dich mal. Würde ich sagen, so die nächste Weihnachtsmelodie? Mm. Das hat dann aber mit Klingelöckchen nichts mehr zu tun. Die Klingelöckchen, das war Jingle Bells. Ach, das war Jingle Bells. Zu sagen, hier unten verliert man das Zeitgefühl. Ob ich jetzt nur das Feuerzeug anhabe oder nicht, das fällt nicht auf. Ja, ne? Dasselbe Problem hatte ich letzte Woche. Siehst du das da? Wenn du hier gerade guckst, diese rechtwinkligen Sachen? Mhm. Schon krass, ne? Ja. Ich will das Vieh gar nicht anfassen. Dann fass es nicht an. Ich bin aber neugierig.